Das Max-Eicher-Stadion in Salzburg, Max Clan, wird herausgeputzt. An diesem Freitag allerdings leider nicht für die Austria. Die darf ja nach wie vor nicht spielen, aber das darf unser Untermieter, das darf das Salzburg-Football-Team. Ja, also wir sind froh, dass wir loslegen können, da wir als Leistungssportler bzw. halt Spitzensport eingestuft wurden. Wir spielen ja mittlerweile mit dem fusionierten Verein aus DAX und Puls in der Division One, also der zweithöchsten Liga in Österreich. Und die darf, wie die AFL auch, eben Gott sei Dank spielen. Und ja, morgen geht's für uns los zu Hause. Wir sind froh, wieder hier sein zu können. Das letzte Mal waren wir ja vor über einem Jahr hier beim fulminanten Finale und beim Halbfinale, wo wir dankenswerterweise damals vor Publikum hier spielen durften. Und ja, jetzt haben wir zwar noch kein Publikum, aber das ist sicher das tollste Stadion in Salzburg. Du hast angesprochen, kein Publikum, aber der Gegner darf kommen und das ist morgen? Das sind die Telfs Patriots, die seit, ja, glaube ich, 2 Jahren in der Division 1 spielen, also da schon etabliert sind. Kann man sich das Spiel irgendwo anschauen, im Stream oder so? Ja, es gibt von streamster.tv gibt es morgen einen Livestream. Der wird auch moderiert vom bekannten Puls 4-Kommentator Walter Reiterer. Also wer die NFL gesehen hat, kennt auch ihn. Und ja, wir freuen uns auf das magische Spiel. Flo, du bist als bei uns die oberste Instanz, was unser grünes Geläuf angeht. Machst du bei den Footballern da keine Sorgen? Doch, wohl. Eigentlich bei jedem Spiel mache ich mir Sorgen um den Platz. Aber der Platz hat jetzt schon länger keine Stollen mehr gesehen und denke mal, das tut ihm ja gut auch zum Belüften vom Platz. Und vom Wetter her ist es ja eigentlich auch optimal, sage ich jetzt einmal. Schlechtwetter, wenn es gewesen war, hätte ich größeres Bedenken. Aber so mit Bauchweh wird schon über die Bühne laufen. Du sagst, du machst da immer Sorgen, das schließt die Fußballer aber mit ein, oder? Ja, natürlich. Freilich, weil wenn er zu feucht ist, dann reißen sie mir Sachen raus und das und dann ist halt danach Arbeit. Und ja, für das ist ja Sportplatz auch da, dass man den ein wenig belastet. Wirst du da morgen das Ganze vor Ort anschauen? Ich werde mir vorbeischauen, werde mir vielleicht was speisen auch und schaue mir so ein bisschen an und natürlich auch auf den Platz werde ich ein bisschen Auge drauf werfen und auf die Spieler. Wenn schwere Spieler dabei sind, dann werde ich wahrscheinlich fragen, ob sie es auswechseln können. Danke. Passt.